Die wollen mich klein machen. Die wollen mich immer nur klein machen und ich will das gar nicht. Aber irgendwie. Können die Wände sprechen? Ja. Was sollen die? Die lachen. Die lachen. Mhm. Die lachen mich aus. Weißt du, warum die mich auslachen? Was hätten sie irgend so eine Macht über mich? So. Ha. Wir haben dich hier jetzt eingeengt. Weißt du, wem die Stimmen gehören, die dich ausmachen? Das sind viele. Verschiedene. Verschiedene Stimmen. Mhm. Weiß nicht wer. Und die wollen dich klein machen? Ja. Ja. Total. Ich will da jetzt weg. Ich will das nicht weg. Nee, ich versuche jetzt weiter. Ich will da jetzt raus. Aber wie? Nicht mehr raus. Ich will aber raus. Was brauchst du, um rauszukommen? Jemand, der das da wegmacht. Wenigstens eine Wand. Und ich weiß wohin. Jemand, der dir hilft. Ja. Wer könnte das sein? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Bin ich auch hilflos. Wer hilft mir? Weiß nicht. Jemand von außen oder jemand in dir drin? Ich glaube ja jemand in mir drin. Das ist nicht einfach. Es braucht Kraft. Mhm. Kannst du dich an was erinnern, wo du schon mal ganz viel Kraft hattest? Wo du das geschafft hast? Ja, aber das hielt nicht lange an. Das war gleich wieder so irgendwie so erdrückend und so viel und so. Lachen die immer noch? Jetzt ist ein bisschen weniger als vorher. Ich kann auch besser atmen. Was ist jetzt anders wie gerade vorher? Ja, ich bin aufgestanden und will da weg. Vorher nicht. Ich versuche es jetzt einfach mal. Thank you.
die Wut auf was Bestimmtes? Ja, auf dieses ganze Zeug hier um mich herum, was mich immer nur einengt und ich kann nicht weiterlaufen. Und ich will aber raus da. Wenn du mal an die Leute denkst, die vor mir gelacht haben, bloß damit ich das besser verstehe, hat das mit den Leuten was zu tun, die Wut? Ja, glaub schon. Weil die mal lachen. Jetzt lachen sie nicht. Jetzt habe ich die Kiste weg. Wenn du schwinden bist, lachen sie nicht. Nein. Lachen sie nicht. Zumindest höre ich sie jetzt nicht. Ist denn gerade dein Energielevel, wenn von 1 bis 10 und 10 ist gut und 1 ist wenig? 8. Mir ist jetzt auch nicht mehr kalt. Fangen wir mir kalt, jetzt ist mir ziemlich warm. Für mich stärker. Ja. Aber irgendwie ist das auch wieder komisch. Das gehört irgendwie zu mir, wenn ich das jetzt so wegschiebe. So viele, ich will gar nicht hinschauen. Ich glaube, die Kisten lachen. Die Kisten lachen. Die Kisten lachen, ich höre sie jetzt wieder. Also sind es gar keine Leute, sondern die Kisten lachen. Ich glaube, die Kisten. Lachen. Ich weiß auch warum, weil sie mir hinterherlaufen und ich sie nicht so wirklich loswerde. Also wegschieben, wenn man sagt, das ist keine Lösung. Und so laufen sie hinterher. Ja. Gibt es vielleicht noch eine andere Idee? Die müssen weg. Wie kriege ich die jetzt weg? Und jemand muss die wegtun. Jetzt laufen die mir immer hinterher. Bist weg. Weg. Weg! Die regen mich auf. Ich will die nicht mehr. Die sollen mir nicht immer hinterher rennen, diese blöden Kisten. Jetzt lachen sie mir immer. Lass mich endlich mal in Ruhe weggehen. Ich will euch nicht. Was bräuchtest du? Ein Flammenwerfer, das Wegbrennen, das ganze Zeug. Das werde ich ja nie mehr los. Stehen bleibst, vielleicht bringt dich das auch eine Idee. Wenn du wegläufst, laufen sie hinterher. Ja. Was könnte da vielleicht eine Idee sein? Ich gehe zu denen hin
schon wieder? Wieso ist da nichts drin? Da ist nichts. Die ist leer. Das macht mich traurig. Die will ich nicht sehen. Dann fühle ich mich allein. Das ist Einsamkeit. Nee, da will ich jetzt weggehen von der, die mag ich nicht. Was bräuchtest du, um in die Kiste reinzukommen? Selbstvertrauen und Mut. Da reinzuschauen. Vielleicht sollte ich es mal ausräumen. Ja, ich schmeiß dir jetzt um. Genau, ich schmeiß das Ding jetzt um.
Ansatz.